Irgendwie helfen? Mir ist nicht zu helfen. Naja, kenn ich. Ja, manchmal kann man sich nur selber helfen. Ja, ist das so? Sie können mir mal gerne mal erklären, hier, wie ich Ihnen jetzt selber helfen soll, dabei den Zug zu wechseln. Wichtiges Bewerbungsgespräch. Was macht ihr denn da so einen Druck? Ja, die nehmen nicht jeden. Ne? Da muss man schon zeigen, was man kann. Und ich bin schon zu spät. Und was passiert dann, wenn die dich nicht nehmen? Ja, dann hätte ich es wieder verkackt. Und alle anderen kriegen ihr Leben irgendwie perfekt auf die Reihe und ich verkack's jedes Mal. Was ist das denn eigentlich, so ein perfektes Leben? Ja, das, was alle wollen. Ne? Willst du das auch? Ja, was soll ich denn sonst wollen? Ja, vielleicht so ein erfülltes Leben. Ja, Erfüllung. Was ist denn schon Erfüllung? Ich war früher übrigens auch so wie du. Ich habe dann aber irgendwann nur noch gearbeitet und dann konnte ich gar nicht mehr das machen, was mir wichtig ist. Und warum nicht? Ich hatte einfach keine Zeit mehr. Aber jetzt habe ich begriffen, für mich das Allerwichtigste ist, ich das tun kann, was mir wichtig ist. Ich weiß ja nicht. Außerdem ist bei mir auch alles schon durchgeplant. Und ich kann ja jetzt nicht irgendwas machen und dann hoffen, dass ich damit genug Geld zum Leben verdiene. Also ich denke, wenn man das macht, was einen begeistert, ist man auch gut darin. Und wer gut ist, der ist auch erfolgreich. Ja, aber da muss man ja auch erstmal dran glauben, ne? Und eine Garantie gibt einem da auch keiner für. Aber was hast du schon zu verlieren? Ja, also ich muss ja, ich will und ja, ich weiß auch nicht. Aber wie finde ich das überhaupt raus? Also das, was ich wirklich will, das, was mich erfüllt. Es gibt da eine Frage, die du dir stellen kannst. Von welchem Leben möchtest du später mal deinen Enkelkindern erzählen? Nächste Station, Bühl-Igelheim. Danke.
welchem Leben möchtest du später mal dein Enkelkind?